Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Heute mit dem Manhattan-Adventskalender. Ich sag euch ehrlich, ich weiß gar nicht, ob ich jemals einen Adventskalender von Manhattan hatte. Also ich kann mich gerade tatsächlich nicht dran erinnern. Für diejenigen, die meine Videos nicht kennen, wir machen das immer so. Wir gehen Türchen 1 bis Türchen 24 gemeinsam durch. Und ich bewerte den Inhalt nach Haufen, dober Haufen, mittlerer Haufen, guter Haufen. Wenn ich Erfahrung mit den Produkten habe, erzähle ich euch das Ganze natürlich und am Ende vom Video zeige ich euch noch den gesamten Inhalt und meine Haufenverteilung und das Ganze startet nach dem Intro. Der Manhattan Adventskalender kostet 39,95 Euro. Wenn man das Ganze durch 24 Türchen teilt, hat im besten Fall jedes Türchen einen Warenwert von 1,66 Euro. Man muss aber natürlich bedenken, dass die Verpackung extra vielleicht da nochmal für den Kalender gemacht wird, also wird sie ja, und dass man auch manchmal Größen hat, die extra für den Kalender hergestellt wurden. Online steht dazu Adventskalender mit 24 Überraschungen für Ton, Auge, Lippe, Nagel, ideal als Geschenk. Ich bin sehr gespannt. Spannend und wir fangen jetzt an mit Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1. Türchen Nummer 1 ist ein Mega Matte All Day Wear Liquid Lipstick in einem sehr schönen Ton. Das ist die Farbe 110 Shopping in Soho. Das ist ein sehr, sehr schöner matter Liquid Lipstick, also mit einer sehr, sehr schönen Farbe. Das würde ich definitiv tragen. Deswegen kommt das für mich auf den guten Haufen. Türchen Nummer 2. Türchen Nummer 2 ist ein Multi-Effekt Eyeshadow in der Farbe 96Q Shook Shook Kiss. Das ist so ein sehr dunkelbrauner Ton, der für mich schon leicht in diese Auberginenrichtung geht. Das ist eine Farbe, die ich persönlich nicht nutzen würde, aber es ist ja kein schlechtes Produkt, deswegen kommt das für mich auf den mittleren Haufen. Türchen 3. Türchen Nummer 3 ist in Schwarz Eyemazing Dip Eyeliner. Normalerweise kommen Eyeliner bei mir immer auf den guten Haufen, aber ich mag solche Eyeliner mit einer Filzspitze am liebsten. Also so Dip Eyeliner, die müssen verdammt gut sein, damit ich damit arbeiten kann, weil Eyeliner fallen mir eh so ein bisschen schwer wegen meinen Schlupflidern und sowas. Ich persönlich finde, mit so Dip Eyeliner kann ich halt auch nicht so gut arbeiten. Ich mag halt andere mehr. Deswegen kommt das auch für mich auf die Mitte, obwohl es ein tolles Produkt ist und es wäre auch auf einem guten Haufen, wenn halt die Spitze vom Applikator meinen Wünschen entsprechend wäre. Schreibt mir mal in die Kommentare, Digis, ob schon mal einen Manhattan-Kalender gab. Also ich kann mich nicht dran erinnern, einen ausgepackt zu haben, aber wenn es ihn gegeben hätte, hätte ich ihn eigentlich ausgepackt. Digis, ich werd alt. Was soll ich dazu sagen? Türchen Nummer 3. Guck mal, ey, das nervt mich die ganze Zeit. Siehst du das hier? Hier ist Türchen Nummer 10, 21 und 22 und das Produkt von Türchen 10 rutscht die ganze Zeit hier rüber. Ich will gleich kein leeres Türchen, sonst gibt's Schläge. Ja, wo ist denn jetzt Türchen 3? Bin ich blind? Ist es hinten? Oben? Ach, ich hab... Oh mein Gott, bin ich dumm! Ich habe Türchen 3 schon gerade geöffnet. Ja, alles klar, wow. Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 4 ist ein Nagellack in der Farbe 060 Bare Affair. Das ist ein schöner, weißer Nagellack. Also es ist zumindest eine schöne Farbe. Ich habe jetzt mit Manhattan Nagellack nicht so eine Erfahrung. Und es ist nicht dieses Zahnpasta-Grelle-Weiß, sondern so ein sehr, sehr schönes, also eine richtig tolle Nagellackfarbe. Kommt für mich auf jeden Fall auf den guten Haufen, weil würde ich benutzen. Türchen Nummer 5. Türchen Nummer 5 ist ein Kajal in der Farbe Shasha Shoko, also auch so ein dunkelbraun. Guck mal, beim Lidschatten sieht dieser dunkelbraunton auberginenmäßig aus. Hier aber nicht. Hier sieht es für mich einfach aus wie ein dunkelbrauner Kajalstift. Einen dunkelbraunen Kajalstift würde ich benutzen, deswegen guter Haufen. Türchen Nummer 5. Wow, krass. Oh mein Gott, seht ihr, wie dumm ich bin? Türchen 5 habe ich gerade geöffnet. Ey, ich sage euch auch ehrlich, Digga, draußen ist über 27 Grad. Ich packe hier einen Adventskalender aus. Weißt du, wie ich meine? Da kann es auch sein, dass der Kopf mal nicht funktioniert. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen dumm. Vielleicht auch beides. Jetzt kommt Türchen Nummer 6 und damit der Nikolaus. Das habe ich auch noch nicht gehabt, dass ich mich bei 6 Türchen zweimal vertue.
Also welches Türchen ich geöffnet habe. Türchen Nummer 6 ist auch ein Nagellack Super Gel Nail Polish. Und das in der Farbe Seductive Red. Das ist so ein richtig, richtig schöner kirschroter, dunkelroter Ton. Das ist eine Farbe, die ich definitiv benutzen würde. Deswegen kommt sie auch für mich auf den guten Haufen. Türchen Nummer 7. Türchen Nummer 7 ist ein weißer Lidschatten, auch ein Mono-Lidschatten. Das ist eine Farbe, die ich nutzen würde, gerade zum Setten, bevor ich jetzt mit anderen Lidschattenfarben arbeite. Deswegen kommt es für mich auf den guten Haufen. Türchen Nummer 8. Ich muss sagen, ich bin mittlerweile auch nicht mehr so Fan von Mono-Lidschatten. Also ich bin sowieso nicht mehr so viel mit Lidschatten, aber wenn halt, habe ich einfach Paletten. Also Mono-Lidschatten, ich würde die Farbe nutzen, aber das wird halt auch in meinen Verlosungskisten landen, wie bisher alles. Wisst ihr, wie ich meine? Türchen 8. Türchen 8, okay, Digga, wir haben jetzt 8 Türchen, das ist jetzt der dritte Nagellack, chill ein bisschen. Türchen 8 ist in der Farbe Beginners Luck so ein grün-türkiser Nagellack. Kommt für mich auf die Mitte, weil würde ich jetzt persönlich nicht tragen, ist aber jetzt auch kein doofes Produkt. Türchen 9. Türchen Nummer 9 ist ein Lippenstift in einem sehr, sehr schönen Rotton. Das ist ein wunderschönes Rot. Ich würde die Farbe auf jeden Fall tragen, aber ihr wisst ja, ich bewerte den Kalender nach meinem persönlichen Vorlieben, weil deswegen guckt ihr das. Ihr könnt ja am Ende, seht ihr den Inhalt und könnt für euch gucken, aber als Produkttesterin und so gucke ich halt, was meine Vorlieben sind. Und ein Lippenstift kommt für mich auf den mittleren Haufen, weil ich benutze nur Liquid Lipsticks, aber die meisten würden es auf einen guten Haufen tun. Aber ihr seht es ja später nochmal, aber alle Lippenstifte landen bei mir auf der Mitte, weil ich halt immer nur Liquid Lipsticks benutze, aber sehr, sehr schöner Rotton. Türchen 10. Ja, der die ganze Zeit hier abhauen wollte. Guck mal, er hängt hier auch schon auf 7:30. Türchen Nummer 10 ist ein Lip Liner in der Farbe 94F Penny Brown. Das ist so ein sehr, sehr schöner Nude Lip Liner in so einem leicht dunkleren Braun. Der wird zum Beispiel zu meiner Lippenkombi heute sehr schön aussehen. Kommt für mich auf einen guten Haufen, würde ich tragen und würde ich benutzen. Türchen 11. Oh, bitte nicht noch Nagellack. Ja, ja. Türchen Nummer 11 ist Super Gel Top Coat ohne UV-Light. Das ist halt dieser passende Nagellack zu diesem Super Gel-Kram. Das soll irgendwie aussehen wie Gelnägel, ohne dass es halt Gelnägel unter UV-Licht sind. Top Coat ist ein gutes Produkt, kommt für mich auf einen guten Haufen, würde ich benutzen, aber jetzt chill auch ein bisschen mit Nagellack. Weil die haben ja genug coole Auswahl, weißt du, wie ich meine? Türchen 12 und damit die Halbzeit. Türchen 12 ist ein High Shine Lipgloss mit so leichten weiß-rosa Farbpartikeln. Ich benutze mittlerweile auch ab und zu Lipgloss, wenn auch selten, aber ich tue es. Ist für mich eine schöne Farbe, stelle ich mir sehr juicy auf den Lippen vor, deswegen guter Haufen. Türchen 13. Ah, schwieriger Fall. Türchen 13 ist ein Maxi-Blush. Na okay, so schwierig ist der Fall doch nicht. In der Farbe 100 Exposed. Das ist ein Blush, der wäre, wenn du jetzt extrem helle Haut hast, meiner Meinung nach zu hell dafür. Ich swatche halt nicht so viel von den Produkten, weil ich halt für meinen Online-Shop eine coole Aktion plane. Also ich verlinke ihn euch in der Infobox. Guckt gerne rein, www.elanhelo.de. Da wird nämlich viel mit Kalenderinhalten sein. Und falls ihr mir auf Instagram noch nicht folgt, folgt mir da gerne. Da heiße ich auch Elanhelo, weil da gibt es im Dezember jeden Tag ein Gewinnspiel, auch mit Kalenderinhalten. Und deswegen swatche ich jetzt nicht so viele, aber das ist für mich ein Rouge, der nicht zu jedem Farbton passt. Das hast du aber auch beim Bronzer oder sonstiges. Das ist aber auch eine Farbe, die kannst du schön als Lidschatten und sowas benutzen. Und es ist eine Farbe, die mir höchstwahrscheinlich stehen würde. Deswegen guter Haufen. Türchen 15. Ja. Ja. Nein, ups, oh, doch nicht aufgemacht. Warte, Türchen 14. Wow, noch nie so ein verwirrtes YouTube-Video gehabt. Aber es gab schon verwirrte, aber nicht so verwirrte. Türchen 14 ist ein schwarzer Kajalstift aus der Clean and Free Reihe. Das ist ja diese vegane Reihe von Manhattan. Ist ein schwarzer Kajalstift. Schwarze Kajalstifte landen für mich eigentlich immer auf einem guten Haufen. Der hier deswegen auch. Jetzt kommt Türchen 15 mit noch einem Nagellack, wa? Hä? Ja, also Türchen 15 ist jetzt noch ein Nagellack in der Farbe 730, Your Favorite. Ja, das ist halt so ein ganz dunkler, dunkelroter Ton, der ins Bräunliche geht. Und das hier ist halt auch ein bisschen dunklerer Rotton. Ja, also es gibt viele, die könnten jetzt nicht farblich unterscheiden. Man sieht schon einen Unterschied, aber ist für mich jetzt sehr ähnlich. Das würde mich jetzt zum Beispiel ärgern, wenn ich ihn öffnen würde. Also privat für mich öffnen würde. Kommt für mich trotzdem auf einen guten Haufen. Ich würde die Farbe benutzen, aber sind für mich sehr ähnlich. Türchen 16. Was, Digga? Türchen...
Ah, okay. Türchen 16 ist Soft-Kompakt-Puder in der Farbe Transparent. Ja, okay. Aber das ist ja auch ein Puder, glaube ich, was sie als Foundation-Puder haben. Deswegen dachte ich gerade, wie bitte? Weil ich dachte, wenn es jetzt so eine farbgebundene Foundation ist, weiß nicht. Aber Transparent, okay, könnte man als Fixing-Puder benutzen. Deswegen kommst du mich auf einen guten Haufen. Wenn es jetzt eine farbgebundene Foundation wäre, wäre schwierig, aber so ist okay. Türchen 17. Oh, nochmal Glack, Digga, chill ein bisschen. Ja, schöne Farbe, aber Türchen 17 ist in der Farbe 0727 Sweet Dreams, ein sehr, sehr schöner Nude-Nagellack. Würde ich benutzen, kommt für mich auf einen guten Haufen, aber ich finde, es sind schon viele Nagellacke. Guck mal, wir sind bei Türchen 17 und haben 2, 4, 6 Nagellacke, also ja. Aber trotzdem schöner Turm. Wenn jetzt noch einer kommt, box ich den Kalender. Türchen 18. Türchen 18 ist ein grüner Kajalstift, auch aus dieser Clean-Reihe. Oh, okay, den swatche ich jetzt auch. Und das ist auch noch so ein also was heißt hässliches Grün, aber man sieht das, glaube ich, nicht so gut auf Kamera, aber das ist so ein richtiges Giftgrün. Also so, wie es auch hier ist, genau so. Also Grün an braunen Augen, ich habe ja braune Augen, kann sehr gut aussehen, aber das Grün weiß ich nicht. Kommt auf die Mitte. Ich weiß nicht, ob ich sowas noch benutzen oder tragen würde. Aber ist Grün ist schon eine sehr spezielle Farbe. Aber ist ja auch vielleicht mal okay und nicht langweilig. Türchen 19. Türchen 19 ist ein... Ich hasse diesen Borast. Oh, ich habe mal ein YouTube First Impression Video gedreht. Und ihr seht ja auf meinem YouTube-Kanal, bei diesen First Impression Videos schminke ich mich immer länger, rede zu den Produkten, teste die von morgens bis abends, so wie heute diese Mascara, die waterproof sein soll, aus der Drogerie kannst du knicken, und erzähle euch meine Erfahrungen. Und ich habe mal ein Full-Face-Drogerie-Make-up-Video gedreht, First Impression-mäßig, zu diesem Manhattan Endless Stay Eye Primer. Er hat mein Leben zerstört! Das Ding ist, wenn dein Eyeshadow-Primer nicht gut ist, ist dein ganzer Lidschatten im Arsch. Am Arsch. Ja, das kann man jetzt auch nicht beschönigt erzählen. So, und wenn dein ganzer Lidschatten, wenn du jetzt wirklich Full-Face-Augen-Make-up hast, im Arsch ist, Bro, was willst du noch mit deinem Make-up zaubern? Weißt du, wie ich meine? Das ist so wie mit Panda-Augen. Oder hast du nicht gesehen? So wie bei dieser nervigen Mascara? Egal. Und das Problem war, dieser Primer war der schlechteste, glaube ich, wirklich sogar, den ich aus der Drogerie hatte. Bei manchen funktioniert er, bei mir hat er nicht funktioniert. Man darf auch nicht vergessen, da ist vielleicht eine Person, die kauft nicht... Es gibt einfach solche Fälle, nicht immer, aber es gibt ein paar, ne? Da ist eine Person, die kauft einen Eyeshadow Primer, benutzt ihn und das Ergebnis ist für sie okay und zufriedenstellend. Aber ich bin Produkttesterin. Ich habe schon, keine Ahnung, bestimmt 100 Eyeshadow Primer oder was weiß ich, wie viele getestet. Und achte da ja auf zig verschiedene Sachen, auch wenn ich kein Make-up-Pro bin. Ich habe ihn danach noch zweimal benutzt, um zu gucken, ob es irgendwie ein Fehler von mir war. Für mich, schlimmster Eyeshadow Primer. Er hat mein ganzes Augen-Make-up zerstört. Dadurch war ich lief den ganzen Tag rum wie ein Clown. Er hat nicht gut gehalten. Er hat das ganze Augen-Make-up crazy gemacht. Also er war bröselig. Er war, egal, auch wenn ich wenig benutzt habe, also, Digga, ich hasse ihn. Der kommt für mich auf einen schlechten Haufen, auch wenn es an sich ein gutes Produkt ist. Aber ich rede ja von meinen persönlichen Erfahrungen. Ihr merkt, ich werde richtig hitzig bei diesem Eyeshadow Primer. Also der hat mich wirklich aufgeregt. Schlechter Haufen, weil er und ich werden niemals Freunde. Oh, diese ganze Emotion. Ich habe mich den ganzen Tag wegen dem geärgert. Den ganzen Tag habe ich mich aufgeregt und den ganzen Tag sah ich aus wie ein Clown, der sich nicht schminken kann. Hallo, ich bin Özim, ich mache seit über 8 Jahren YouTube, aber so sehe ich aus. Ja, ich teste ja das Make-up den ganzen Tag. Heute auch, wenn der hier bis hier unten verrutscht, diese Panda-Augen, ich laufe damit rum, weil ich abends halt zeige, wie das Ganze aussah, damit meine Follower ein gutes Ergebnis haben. Egal, genug jetzt von ihm. Türchen 20. Türchen 20 ist auch ein Lip Liner, Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in der Farbe Rose Addiction. Das ist so ein dunkelbraunerer Ton. Also wenn ich halt Lip Liner benutze, ist es halt auch wirklich in diese Richtung. Mag ich sehr gerne. Sieht halt auch schön aus, ne? So ein bisschen dunklerer Lip Liner und dann so, Nude-Kram. Schönes Produkt. Kommt für mich auf einen guten Haufen. Türchen 21 ist... auch ein Lip Liner, Lasting Perfection Long Lasting Lip Liner in der Farbe 24 Red Diva. Schöner Rotton, kommt für mich auf einen guten Haufen. Aber, Digga, 3 Lip Liner, wenn du jetzt jemanden hast, der keinen Lip Liner benutzt. Wobei, das ist ja auch bei jedem individuell. Man kann auch nicht von einem Kalender erwarten, dass jetzt jedes Türchen perfekt für einen ist. Also das ist wirklich sehr selten. Ich persönlich hätte aber jetzt nicht 2 Lip Liner hintereinander getan. Das hätte ich türchenmäßig anders gemacht. Türchen 22. Türchen 22 ist ein Lipgloss in der Farbe 19L. Das ist so ein leicht rosa, heller Ton. Nur nicht so rosa wie der andere. Ich würde auch schon sagen, so ein bisschen in Richtung nicht Gold, aber so...
Ja, ist trotzdem eine schöne Farbe. Kann die Lippen auch sehr schön aussehen lassen. Deswegen guter Haufen. Türchen 23. Türchen 23 ist ein Natural Bronzer in der Farbe 001 Sunlight. Digga, früher mit 15, 16 habe ich die geliebt. So, ich hatte jetzt auch nicht viel Geld, um jetzt andere Marken zu kaufen. Und Manhattan war für mich schon teuer im Vergleich zu Essence oder, keine Ahnung, Teddy Make-up. Und da habe ich ganz oft auch von Manhattan so eine bestimmte Foundation benutzt, die sie hatten. Ich glaube, meine Kamera spinnt gerade. Irgendwie sehe ich dunkel aus. Komisch hier. Naja. Auf jeden Fall ist dieser Bronzer cool und schön, aber er ist mir viel zu hell. Das sehe ich jetzt schon. Also würde ich vielleicht noch als Eyeshadow benutzen. Also zum Beispiel so wie heute, wenn ich Make-up habe und das Ganze mit Bronzer fixiere, kommt für mich auf die Mitte, weil so als Bronzer wäre er mir definitiv zu hell. Ja, jetzt kommt Türchen 24 und dann zeige ich euch auch schon den gesamten Inhalt nochmal auf meine Haufenverteilung. Oh, schön. Ja, Digga, anstatt einen Lipliner hätten sie noch eine Mascara reintun können, ne? Türchen 24 ist die Volume Up Extreme Black Mascara. Ich finde das auch gut platziert in Türchen 24, weil ist ja nochmal ein kleines Highlight zum Kalender. Also, ne, im Vergleich zu den anderen Produkten. Mascara landet bei mir auch immer auf einem guten Haufen. Deswegen diese Mascara auch. Ich zeige euch jetzt nochmal meine Haufenverteilung und den gesamten Inhalt und dann sprechen wir nochmal. Hier seht ihr einmal den Inhalt. Ich zeige euch das gleich auch nochmal aus der Nähe. Wir haben links den doofen Haufen, in der Mitte den mittleren und rechts den guten. Auf dem doofen Haufen ist dieser Eyeshadow Primer an sich. Ist es ein gutes Produkt, aber ich habe halt doofe Erfahrungen damit, deswegen kann ich ihn nicht empfehlen. Deswegen doofer Haufen. Hier haben wir die Mitte. Das sind einfach Farben oder Produkte, die ich so nicht benutzen würde. Der Bronzer ist mir zu hell. Beim Dip Eyeliner mag ich das mit dem Dippen nicht und die Farben sind nicht so meins. Und hier haben wir einmal den guten Haufen. Oh, mit einem roten Lippenstift. Der gehört gar nicht auf den guten Haufen. Sorry, der gehört in die Mitte, weil ich halt keine Lippenstifte benutze, sondern nur Liquid Lipsticks. Und dann haben wir hier den guten Haufen mit der Mascara, einem transparenten Puder, drei Liplinern, zwei Kajalstiften, einem Liquid Lipstick, zwei Lipglossen, fünf Nagellacken, die ich benutzen würde, einem Rouge und einem Eyeshadow. Ja, er hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber es ist ganz okay. Andere würden jetzt die Farben vielleicht anders verteilen. Ja, ist für mich so eine 3 vielleicht oder so. Aber mal sehen, was ihr so denkt. Ja, die Also ich muss sagen, wenn man Manhattan-Fan ist, ist es auch ein süßer Kalender und ehrlicherweise ist es auch schwierig, gute Kalender unter 50 Euro zu finden. Also ich teste ja wirklich so viele wie niemand anders in Deutschland. Ihr kriegt das jetzt auf YouTube nicht so viel mit, weil ich hier nur so, weiß ich, 50, 60, je nachdem hochlade. Die letzten Jahre immer 100 Kalender, aber auf TikTok und Instagram sind es mehrere Hunderte, weißt du, wie ich meine? Und da kriegt man ja auch ein bisschen einen Blick dafür. Ich finde ihn okay. Ich finde ihn okay, weil sagen wir, du hast eine Tochter, du willst ihr einen Make-up-Kalender schenken und du findest nur diese Billig-Make-up-Kalender für 20 Euro, 15, 25 Euro. Ja, das ist krass, ich weiß. Mit so Produkten, die halt du im 1-Euro-Laden kriegst und die sogar dafür ein bisschen schlecht sind. Oder du gibst halt 40 Euro aus, so wie hier. Ja, und das ist jetzt auch so, ja. Also er hat mich jetzt nicht komplett umgehauen, aber für den Preis ist okay, ich habe jetzt 7 Sachen in der Mitte und auf dem doofen Haufen. Vielleicht wäre eure Verteilung auch nochmal anders. Schreibt mir gerne in die Kommentare, würdet ihr euch den Kalender kaufen? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum nicht? Und ansonsten würde ich mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt, auch wenn es ein bisschen verplant war. Und das war es dann auch in diesem Sinne. In diesem Sinne, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.